Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zur zweiten Runde Outlast. Ja, die vierte Folge, die zweite Aufnahmesession. Ich habe diesmal ein bisschen was an meiner Facecam-Qualität optimiert. Ich hoffe, das sieht jetzt ein bisschen heller aus. Und ich frage mich gerade, habe ich nicht irgendwo anders aufgehört? Ich war der Meinung, ich war woanders gewesen, weil hier ist der... Hier ist der Durchbruch in der Wand. Genau, da drüben. Ah, hier ist noch eine Batterie. Ah, sehr gut. Ja, genau, der Durchbruch in der Wand. Da drüben geht es nach oben. Und eigentlich habe ich doch bei der... Ah, vielleicht gehört das noch gar nicht mit zum Speicherpunkt. Alles klar. Ja, ja, definitiv. Okay, dann muss ich jetzt wohl über die letzten Sachen nochmal machen. Ja, wir müssen nämlich hier den Generator wieder in Kraft setzen. Und dazu müssen wir die beiden Gaspumpen aktivieren. Nur, dass ihr überhaupt wieder wisst, worum es hier gerade geht. So. Ich glaube, hier drin konnten wir die Kamera ausmachen, oder? Ja, konnten wir. Beziehungsweise die Nachtsicht ausmachen. Ich werde aber ganz schnell hier unterm Bett verstecken. Denn gleich kommt der böse Psychomann. Macht bösen Psychokram. Ja, währenddessen der jetzt hier gleich so ein bisschen hier reinstürmt, das kennen wir ja alles schon. Ganz kurze Sache, und zwar einige von euch haben, glaube ich, die Challenge etwas falsch verstanden. Und zwar geht es nicht darum, dass ich mich nicht erschrecken will. Bei einem Jumpscare ist das verdammt schwer, weil da erschreckt man sich nun mal. Die Challenge ist eher, ob mich das Spiel dazu bringt, dass ich richtig Angst vor ihm habe. Also, ob ich dann wirklich hier sage, nee, ich will nicht mehr in den nächsten Raum gehen oder so. Deswegen ja auch die Facecam, dass ihr das auch richtig sehen könnt. So. Aber der ist jetzt weg, das ist ganz gut. Der schleicht hier draußen nämlich noch ein bisschen rum. Muss man ein bisschen aufpassen. So. Oh oh. Oh oh. Scheiße. Oh Gott. Ich dachte jetzt gerade echt. Und rein hier. Oh Gott. Okay, das war jetzt wirklich knapp gewesen. Ich glaube, ich muss hier um einiges leiser sein. Ja, und ich muss noch diesen komischen Hauptschalter finden. Das habe ich nämlich beim letzten Mal nicht geschafft. Da bin ich dann dran gestorben. So. Ich muss noch warten, bis der da jetzt gleich weg ist. Ich glaube, der sagt noch mal einen Spruch oder sowas. Genau hier. Hinauf in den Himmel, sagt er. So. Okay. Ah, ich kann ja auch genau ein bisschen schleichen. Ich glaube, schleichen ist ganz gut. Oh, scheiße. Er hat mich. Hilfe. Hilfe. Aber ich glaube, wenn ich hier wieder hochrenne. Ich glaube, da läuft er mir nämlich nicht nach. Ja. Der läuft mir hier nicht nach.
Ja. Und ich glaube, diese dritte Tür, die da vorher noch nicht offen war, ich glaube, da müssen wir lang, um ja, da lang halt, um zum Hauptschalter zu kommen. Die Frage aller Fragen ist jetzt nur gerade, wie kommen wir jetzt da unbeschadet rein? Wenn ich da einfach reinrenne. Oh, Scheiße! Oh, Scheiße, oh, Scheiße! Hier einfach reinrennen war eine absolut beschissene Idee. Da ist nämlich unser Oller Psycho schon. Ist aber bloß schnell weg hier. Ich weiß gerade gar nicht, wie lange ich hier eigentlich laufen muss, bis ich seine Aufmerksamkeit wieder verliere. Okay. Ja, irgendwie muss ich den da... Ja, keine Ahnung. Folgt der mir noch? Er ist noch so dramatische Musik. Blöder, feuchter Keller. Oh, der ist gerade rechts. Oh, oh. Kommt jetzt... Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hierher. Hab ja keine Lust, das alles nochmal zu machen. Oh Gott. Der steht da drüben. Ja, er darf mich halt nicht sehen, deswegen muss ich mich hier wegdrücken. Wenn der mich sieht, dann war's das hier. Oh. So, kann ich mich jetzt hier so ein bisschen verstecken? Oder findet der mich hier? Alter, dieses Geatme. Die Batterie neigt sich dem Ende. Ich muss ein bisschen Batterien sparen. Oh, oh, da ist er. Bitte lauf nicht in meine Richtung. Ah, er läuft in die andere Richtung. Sehr gut. So, geh da rein, geh da rein. Sehr gut. Okay. Links, rechts. Hier ist die Tür offen. Ah, hier ist auch nochmal eine Batterie. Und was zum Verstecken. Ein Spind. Oh Gott, ey. Aber ein Hauptschalter ist jetzt hier keiner, ne? Die Luft scheint rein. Was haben wir hier? Ach du Schreck, noch mehr Leichen. Aber auch eine Batterie. Oh oh. Ich glaube, der schleicht da draußen gerade lang, oder? Ja. Oh oh. Ich verstecke mich jetzt hier mal einfach hinter der Tür. Oh, er kommt näher. Oh oh. Also von der Atmosphäre her unübertroffen, muss ich sagen, Outlast bisher.
hier wieder so eine Links- oder Rechts-Sache. Oh Gott. Nee. Okay, die Luft scheint rein. Okay, hier lang müssen wir nicht. Okay, was haben wir hier hinten? Nochmal ein... Oh, was ist das? Achso. Die Batterien meiner Kamera gehen nur langsam zu Ende. Okay. So, hier glänzt nochmal eine Batterie. Ah, hier ist auch der Hauptschalter. Und natürlich auch was zum Verstecken. Sehr gut. Lass mich raten, der wird doch jetzt bestimmt gleich ankommen, sobald ich den Hauptschalter umlege. Huh. Ja, da höre ich ihn schon. Oh oh. Also ich muss sagen, mit so einem Mörder, der einen da auch die ganze Zeit verfolgt, das ist schon ziemlich krass. Vor allem, ich kann ja echt gar nichts machen. Oh oh. Oh nein, der wird doch jetzt wohl etwa in die Spinte hier reingucken. Oh oh. Oh oh. Oh Gott. Ich dachte jetzt echt, der guckt jetzt hier rein. Wobei, ich könnte auch von hier aus natürlich wegrennen. Das Fiese ist... Ach du Kacke! Hi! Aua, 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 aua! Jetzt aber schnell hier. So. Jetzt aber ganz, ganz schnell hier. Und schnell, und schnell, und schnell, und schnell. Und rüber. Und hier durch. Oh, oh. Dramatische Musik setzt ein. Ist nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Boah, nicht, dass der mir jetzt auf einmal hier folgen kann oder so. Oh, oh. Das wär's jetzt hier. Nee. Ja, ihr habt mich ja ganz oft dafür gerügt, dass ich hier meine Batterien so verbrauchen würde. Deswegen mache ich das jetzt hier mal einfach nicht mehr. Aber ich laufe jetzt immer mit der Kamera rum, ganz einfach. War ich hier eigentlich jetzt schon? Nö. Oder? War ich auf diesem Klo schon? Okay, auf jeden Fall macht er gerade eine Notiz. Wo ist dieser blöde Kontrollraum? Dass ich jetzt den Strom wieder einschalte. Oh, oh. Okay. Okay, ich kann jetzt hier irgendwie nichts tippen. Ich kann ja mal die Notiz lesen, die ich jetzt gerade gemacht habe. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden, habe mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen, einige Rippen sind gebrochen, wurde von einem deformierten Riesen beinahe getötet. Er sieht aus, als wäre sein Kopf mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Er wirft mich durch die Wand, schlägt mich bewusstlos. Beim Aufwachen nennt mich ein teigiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kindergrabscher sein Apostel. Darum habe ich ihn nicht gebeten. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das üble Gefühl, dass der Priester das für mich und zu meinem Wohl tut. Okay. Glassplitter? Boah, immer diese dramatische... Aber ich glaube, ich muss da nochmal runter, weil ich kann jetzt hier noch gar nichts drücken. Ach klar, wahrscheinlich muss ich jetzt noch diesen Knopf da betätigen am Generatorapparat.
Gut. Das heißt, wir müssen doch mal in den Keller runter. Zu unserem Liebling. Dem lieben Mörder. Der liebe Mörder anhockt hier unten. So. Ah ja, genau. Hier ging's lang. Wisst ihr was? Wenn jetzt der liebe Mörder dann jetzt hier nicht einfach rumhockt, kann ich hier auch ganz schnell den hier machen. Und dann den hier machen. Und dann natürlich Fersengeld geben. Nein, durch hier. So. Wieso ist jetzt hier eigentlich gerade die Tür zu? Wow. Oh Gott, das ist nur das Wasser. Ich dachte, da springt jetzt einer runter oder so. So, hier oben ist jetzt wieder Licht. Und es stellt sich die Frage, bin ich jetzt alleine hier? Hier, da hinten ist einer. Den haben wir doch schon mal kennengelernt. Ja klar, der Typ im Rollstuhl macht jetzt gerade eine ziemlich schräge Pose. Oder ist das ein anderer? Könnt ihr mal hingehen. Kann man hier nicht noch irgendwie rein? Ja gut, nee, dann würde ich sagen, fahren wir mit der Mission weiter und machen uns auf dem Weg zum Kontrollraum, dass wir hier endlich rauskommen. Wobei, ich habe schon so ein ganz trübes Gefühl, das war es hier noch nicht, weil wäre dann jetzt auch ziemlich schnell. Ja, jetzt haben wir ja schon gefilmt hier. Hallo. Oh Mann. So. Wollen wir mal gucken. Ja, ich glaube, jetzt können wir hier wieder alles bedienen. Mal einen Blick werfen hier auf die einzelnen Überwachungsmonitore. Na gut, dann liegt da unten noch was? Nee. Gut, dann würde ich mal sagen, betätigen wir die Tastatur. Okay, das lecker. Oh oh. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. Ach, der Priester schon wieder. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Okay, war das gerade ein unsichtbares Monster gewesen? Ach du Kacke. Also sowas liebe ich ja. Unsichtbare Gegner. Ja, und der Priester, der will uns jetzt hier nicht gehen lassen. Der hat uns jetzt sogar noch ein Betäubungsmittel oder sowas gegeben. Und der labert irgendeinen religiösen Müll. Ich glaube jetzt... Ja, jetzt hocken wir erst so richtig tief in der Scheiße hier. Okay, wir scheinen aber noch zu leben. Immerhin, die Kamera ist noch ganz, ganz wichtig. So, jetzt haben wir hier ein paar Kreuze. Rest in Peace. Rest in Peace. Was? He did not kill his enemies. Er hat seine Gegner nicht getötet. Sieht hier aber anders aus. Benny, follow hier. Tadis sei. Aber wir haben noch einen Eintrag jetzt im Notizblock. Der Priester, Vater Martin, hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen.
glaubt, ich sei sein Zeuge, für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist, aber er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Okay, woher weiß er jetzt, dass der Priester Vater Martin heißt? Steht das hier irgendwo? Wahrscheinlich. Rest in Peace. Ja, es ist eine Gummizelle hier, oder? Ja, klar, sind ja auch in der Nervenheilanstalt. Was soll es hier sonst geben? Wahrscheinlich keine Saunaanlagen. Und wenn, dann nur zur Folter. Gut, dann gehen wir mal raus. Ach, der schon wieder. Okay. Okay. Nee, das ist keine Batterie. Schlägt er seinen Kopf da... Ach du Kacke. Schlägt er seinen Kopf hier immer wieder gegen die Wände? Überall Blutflecken. Alter, ist ja ekelhaft. Okay, ich hoffe, die greifen mich jetzt nicht an, die beiden da. Na... Okay, kein Schlaf mehr. Das ist eine tote Wache. Sie sind in meinem Blut. Okay. Gut, ich glaube, die Türen hier können wir eh alle. Uah! Okay. Du bist hässlich. Ganz, ganz doll hässlich. Füllt der gerade die Tür? Ist ja ekelhaft. Gott. Oh, hier ist noch. Lecker, Gedärme. Blut an der Wand. Da ist der gerade sich selbst auf. Ach du Schreck. Ach. Oh Mann. Na gut. Klar. Ein Haus voller Irrer. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And liver. They are yours. Okay. Mal davon abgesehen, dass man da die beiden Pimmelmänner der Verrückten sehen kann, sind die völlig blutbeschmiert und machen gerade schon aus, ja, wer hier was von uns essen darf. Zunge und Leber, na super. Oh oh. Nee, okay. You look like you've seen a ghost. Ja, ich hab dich gesehen. Eine leere Zelle. Okay. Oh, noch eine Zelle. Aber scheint auch leer zu sein. It's science, but it's not. They were waiting for us in this place.
Billy understood. They've always been here. Alter, den haben sie ja komplett aufgeschnitten oder so. Oh Gott, an alles ist verkümmert. Und er faselt etwas, was schon immer hier war. Aber das passt dazu, denn irgendwas ist hier ja mit dem Berg oder irgendwas war im Berg. Das haben wir ja schon erfahren. Ja, das ist hier der Typ, der seinen Schädel ständig gegen die Wand haut. Alter, ey. Ja. Was soll man noch anderes machen in so einer Irrenanstalt? Aber interessanterweise sind es nicht alle so irre, dass sie uns töten wollen. Aber sich selbst. Ist ekelhaft. Uah. Okay. Huhu. Das Lampenmännchen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja. Kann ich eigentlich zum Lampenmännchen? Nee. Da konnte ich nicht rein. Sieht's hier aus? Da liegt einer. Ja, das übliche Bild. Oh Gott, hat der einen offenen Bruch am Bein? Oh mein Gott. Ah, guck mal, hier ist ein Loch. Okay. Aber ich guck erstmal, ob wir da draußen noch irgendwas finden. Jetzt hier nicht zu voreilig sein. Sind noch ein paar Türen übrig. Aber ich glaube... Okay. Ich wollte sagen, da steht einer. Aber... Okay, der kann da zum Glück nicht raus. Ich glaube, jetzt sind wir jetzt hier auch die Runde rum, ne? Ich glaube, der Weg hier raus, der führt jetzt hier hinten lang. Genau, hier lang. Okay, das war jetzt irgendwie vorhersehbar. Okay, ich glaube, die fressen den armen Kerl da gerade auf. Okay, der ist noch in der Sicherheitsjacke. Ist das der uns freigelassen hat? Ich weiß es nicht. Aber ich habe noch eine neue Notiz. Dieser verdammte Ort, ganz ehrlich, dieser Scheißort, Sterben gehörte zu den weniger schrecklichen Dingen. Ja, Eintrag Nekromantie. Ja. So. Okay, der will irgendwie nicht mit uns quatschen. Gut, dann muss er auch nicht. Ja, und hier ist nochmal eine tote Wache. Ich sollte ganz schnell mal die Batterien wechseln. So, was haben wir da? Ich glaube... Ja, das ist der Gang... Da standen doch vorhin die beiden, die uns fressen wollten. Die sind jetzt weg. Oh oh. Sie meinten etwas davon, sie wollen uns einen Vorsprung geben. Dass die hier gleich um die Ecke gehüpft kommen. Das würde ich dem Spiel glatt zutrauen. Aber gut. Würde ich mal sagen. Okay, und jetzt? Ah, so. So wie bei Mirror's Edge.
Oh Gott, ich hoffe, die Kommissar nicht gleich um die Ecke gehüpft und sagen, hey, wir... Oh nee. Eine Irrenanstalt halt. Ach, ich glaube, das sind die, die den Typen fressen. Und ich glaube, der ist der Nächste hier, oder? Ja, ich glaube, der Typ ist der Nächste. Aber wir können ihm leider nicht helfen. Folge den Blutspuren zum Ausgang. Okay. Okay, jetzt wird es irgendwie gerade ein bisschen wissenschaftlich. God always provide a way. Follow the blood. Ja, Gott hat immer einen Weg parat. Folge bloß dem Blut. Folge dem Blut. Okay, ja. Oh, oh. Ah, Dekontamination. Kommen wir jetzt in... Die haben ja immer schon von Wissenschaft gequatscht. Kommen wir jetzt in so eine Art Wissenschaftsbereich. Okay, auf jeden Fall führen da die Blutspuren weiter lang, liebe Leute. Und geschrien wird da auch. Also ich würde sagen, hier sind wir genau richtig. Ja, die zweite Runde Outlast. Ich würde mal sagen, haben wir gerade abgespeichert. Das ist ein guter Augenblick, um mal einen kurzen Break zu machen. Die nächste Aufnahmepause. Deswegen ab zurück zum Hauptbildschirm. Ja, bisher muss ich sagen, sehr, sehr spannendes Spiel. Macht sehr viel Spaß. Hat ein paar coole Erschrecker drin auf alle Fälle. Also ist jetzt nicht so mega krass hart. Also... Na gut, also für mich jetzt nicht. Natürlich für jemand, der jetzt vielleicht sowas normalerweise nicht zockt, der keine Horrorfilme guckt, der wird das hier richtig, also richtig, richtig schlimm finden. Ich sag mal, es ist auf alle Fälle noch erträglich, weil irgendwann kann man ja mit gewissen Dingen umgehen. Also, wobei das Spiel kann natürlich noch so ein paar Tricks auf Lager haben, das weiß ich nicht. Aber so bisher mit irgendwelchen Jumpscares, meine, klar, da zuckt man mal kurz zusammen, aber... Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, nicht schlafen könnte davon oder so. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Mich interessiert wirklich vor allem die Story, weil ich will wissen, was sind es da für unsichtbare Gegner gewesen? Und was hat das mit diesem komischen Priester auf sich? Und ja, generell die Frage, was ist passiert in dieser Scheißanstalt? Outlast, ein ziemlich cooles Spiel, kann ich auf alle Fälle empfehlen. Bisher macht sehr, sehr viel Spaß, deswegen freue ich mich auch auf die nächste Session. Ja, ich hoffe mal, das kommt ganz gut an, so mit der Facecam ist ja für mich auch so das erste Mal, das erste Let's Play. Diesmal ist noch ein bisschen heller eingestellt, aber keine Angst, ich habe ein super Headset auf, also ich habe wirklich einen sehr, sehr lauten Ton, also ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht schreie, aber das hatten wir auch alle schon. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein, schlaf gut, euer Hyuga.